Hallo und herzlich willkommen beim Easy Swiss German Podcast. Hier kannst du Geschichten auf Schweizerdeutsch hören und wenn du dich einschreibst, bekommst du Detailfragen, das Transkript auf Schweizerdeutsch und auf Hochdeutsch und Lösungen zu jeder Episode via Mail zugeschickt. Den Link findest du in der Podcast-Beschreibung und auf YouTube etc. Dort findest du auch einen Link mit meiner Patreon-Seite, wo du mich kannst finanziell unterstützen kannst. Vor allen anderen kannst du den Podcast hören und noch andere schöne Sachen. Schau doch mal vorbei. Die Webseite ist patreon.com/easyswissgerman. Okay, so. Heute ist Thema der Vatertag in der Schweiz. Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, habe ich sehr starke Meinungen. Bis jetzt habe ich das noch nicht so klar kommuniziert, wenn etwas meine Meinung ist und wenn etwas halt einfach so ist in der Schweiz so allgemein. Heute erzähle ich euch, was meine Meinung ist. Das sehen denn nicht immer alle so in der Schweiz. Okay? Gut. Also der Vatertag. Ja. So, ich finde ja schon den Muttertag schwierig, aber der Vatertag. Also, zuerst mal Fakten. Der Vatertag gibt es in der Schweiz erst seit ca. 10 Jahren. Also noch nicht so lang. Weil der Vatertag kein offizieller Feiertag ist, haben die Schweizer auf den ersten Sonntag im Juni gelegt. Ich bin älter als 10 Jahre und habe mit meinem Vater sehr wenig bis gar keinen Kontakt und weiss darum nicht, wie man diesen Tag traditionell feiert. Ich kann mir aber vorstellen, dass es ähnlich abläuft wie am Muttertag. Der Papi darf ausschlafen, bekommt feins zum Morgen ans Bett und dann macht entweder die ganze Familie etwas zusammen oder der Papi macht etwas allein, was ihm Spass macht. Geschenke macht man auch, aber eher was Kleines, wie auch am Muttertag. Gibt es normalerweise keine grossen Geschenke. So, zu meiner Meinung zum Vatertag. Im Patriarchat ist ja ohnehin alles für einen Vater ausgelegt. Darum ja auch Patriarchat, nicht wahr? Braucht es also noch einen extra Tag? Ich glaube nicht. Nicht unter dem Gesichtspunkt auf jeden Fall. Ich habe aber auch einen Artikel von der Coop-Zeitung gelesen, im Transkript ist der Link, wo die Autorin darauf hinweist, dass Väter ja immer mehr in der Kindererziehung und im Haushalt übernehmen. Und dass auch für die Väter die Alleinzeit immer mal wieder zu kurz kommt. Sie würde den Tag für den Papi so angenehm gestalten, gerade weil er den Tag auch für überflüssig haltet und er eben bescheiden ist. Und das finde ich ein gutes Argument. Wenn Väter tatsächlich immer mehr vom Haushalt und von der Kindererziehung übernehmen, vorzugsweise sogar weniger arbeiten, vielleicht nur 80 oder sogar 50%, wenn das für die ganze Familie so stimmt, dann finde ich, dass die Väter auch einen extra Tag verdient haben. Ich bin mir halt nur nicht so sicher, ob das in der Mehrzahl der Schweizer Haushalte denn auch so ist. Natürlich sind die Menschen nicht zu vergessen, die keine Papis mehr haben, die eine sehr komplizierte Beziehung zu ihrem Papi oder wo ihre Papi nie kennengelernt haben. Wie nicht alle Mamis gute Mamis sind, sind auch nicht alle Papis gute Papis. Und an diesem Tag ist dann extra schwierig für die Menschen. Ah, und dieser Tag ist dann für die Menschen extra schwierig. Ich denke fest an euch. Wird ich Vatertag mit meinem Mann feiern, wenn es denn mal so weit ist? Ich weiß es noch nicht. Wahrscheinlich schon. Wie es bis jetzt aussieht, wird er dann ein sehr engagierter Vater und dann ist ein Ehrentag auch verdient. Wunderbar. Das wäre es für alles für heute. Ich hoffe, es hat dir Spass gemacht und ein paar Wörter gelernt hast. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss, ciao, 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 ciao.